Oppositionschef Carstens, vielleicht sogar Parteiführer Kohl, jetzt ein Machtwort sprechen. Das Wort Machtwort höre ich sehr ungern, selbst wenn es gelegentlich gebraucht wird. Diese Sache kann nur gut gehen, innerhalb der Opposition gut gehen, wenn man sich gründlich bei dieser Gelegenheit unterhält über diese Sache selbst und über morgen und übermorgen. Für mich ist die entscheidende Frage die, was wird aus den Menschen, die hierher kommen wollen? Und ich habe die Meinung, wir müssen alles tun, dass es sich um eine große Anzahl von Menschen handelt, umso mehr das zu unterstützen. Und ich glaube, wir müssen gleichzeitig eine Linie beziehen, die in die Zukunft hinein wirkt. Darf ich ein kleines Stück aus der Vergangenheit erwähnen, nämlich Adenauer. Adenauer hat gesagt, es gibt zwei Staaten, zu denen wir gute Beziehungen brauchen. Das sind Frankreich und Polen. Und um den letzteren handelt es sich hier. Regierungssprecher Bölling sowie Vertreter der sozialliberalen Koalitionsparteien nannten die Strauß-Argumente wenig glaubwürdig und einen Beweis für die innere Zerrissenheit der Unionsparteien. Der Bremer Bürgermeister Koschnick sprach die Erwartung aus, dass die von der CDU regierten Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz im Bundesrat die Abkommen billigen werden. Der saarländische Ministerpräsident Röder erklärte der Welt am Sonntag, seine Regierung lasse sich durch den Brief des CSU-Vorsitzenden nicht vorweg in ihrer Entscheidung festlegen. Der spanische Staatschef Franco leidet nach ärztlichen Angaben unter zunehmender Herzschwäche, Komplikationen in der Lunge sowie im Magen- und Darmbereich. Die Ärzte geben ihm starke Beruhigungsmittel. Die Regierung in Madrid bereitet schon die Beisetzungsfeierlichkeiten vor. Führende Politiker des Landes eilten heute zum Pardo-Palast, dem Amtssitz Francos. Hier ein Bericht unseres Spanien-Korrespondenten Horst Hanow. Die letzte offizielle Meldung, das ärztliche Bulletin von heute Nachmittag. Das Befinden des Staatschefs ist unverändert, sein Krankheitszustand ist weiterhin ernst. Aus dem Pardo, dem Präsidentenpalast, verlautet, Franco habe im Beisein seiner Familie mittags um 12 die heilige Messe gehört, die Kommunion empfangen und die Sterbesakramente. Unterdessen, so verlautet aus der Umgebung des Prinzen, habe Juan Carlos bereits seine Rede an die Nation verfasst. Sobald irgend möglich, wolle er zu den Spaniern sprechen. Francos Begräbnis, so heißt es, solle in kleinem Kreis stattfinden. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass die Staatschefs Europas zu diesem Anlass nach Madrid kommen würden. Zum Tag der Inthronisation des Prinzen als König von Spanien aber erwartet man die Anwesenheit der gekrönten und ungekrönten Häupter aus aller Welt. Vom Prinzen erwartet man allgemein, dass er den Weg einer vorsichtigen Liberalisierung gehen wird mit einer neuen Regierung, in der liberal-konservative Politiker, die seit dem Beginn des harten Rechtskurses in Opposition zum Regime stehen, die führende Rolle spielen werden. Als Vertreter dieser Richtung werden die Namen Arelza, Graf von Motrico, oder die beiden früheren Informationsminister, Fraga Iribarne oder Pio Cabanillas, genannt. Es wird damit gerechnet, dass die Armeeführung eine solche Politik unterstützen würde. Die Junta Democratica, ein Zusammenschluss linker Parteien unter großem Einfluss der Kommunisten, wird wohl auch nach dem Konzept von Juan Carlos weiterhin von der Mitwirkung in der Politik des Landes ausgeschlossen bleiben. Sie hat gestern in Paris eine scharfe Erklärung gegen den Prinzen abgegeben und angekündigt, Aktionen zu machen, wenn auch Aktionen friedlicher Art, im ganzen Land. Die Armee ist seit langem auf den Tag X vorbereitet und im Augenblick jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, dass es mit dem Machtwechsel zu einem revolutionären Bruch kommen wird. Die Junta Democratica, die unser Korrespondent ansprach, setzt sich zusammen aus sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen und liberalen Gruppen. Sie hat die Bildung einer pluralistischen Koalitionsregierung in Madrid vorgeschlagen und lehnt eine Machtübernahme durch den Prinzen Juan Carlos ab. Die im Pariser Exil lebenden Politiker der Junta Democratica sind überzeugt, dass Prinz Juan Carlos als Nachfolger Francos für Spanien keinerlei demokratische Veränderungen bringen wird. Sie wollen deshalb versuchen, mit der anderen großen oppositionellen Gruppe, der Plataforma, eine demokratische Alternative zu bilden. Aujourd'hui, alle Politiker der Junta Democratica sind bereit, so schnell wie möglich nach Madrid zurückzukehren. Auf der Pressekonferenz in Paris erklärte der spanische Kommunistenführer Carrillo, alle Bedingungen sind heute erfüllt, um in Spanien einen friedlichen Wechsel von der Diktatur zu einer freiheitlichen Demokratie europäischen Musters herbeizuführen. Wenn die Junta Democratica von einem demokratischen Wechsel spricht, dann meint sie nicht Gewalt, sondern die Notwendigkeit, dass mit den faschistischen Gesetzen und Institutionen gebrochen werden muss, damit ein demokratischer Staat
geschaffen werden kann. Ohne Abschaffung der Gesetze und der Institutionen, so erklärte Carrillo weiter, wird es keinen demokratischen Staat geben. Und das kann nur eine provisorische Regierung schaffen, die aus einer großen Koalition aller besteht, die einen neuen Bürgerkrieg vermeiden und ein pluralistisches Regime wollen, von dem niemand ausgeschlossen wird. Der portugiesische Staatspräsident Gomes ist am jugoslawischen Modell des Sozialismus interessiert. Dies wird in einem Kommuniqué betont, das heute zum Abschluss des Gomes-Besuches in Belgrad veröffentlicht wurde. Josip Broz Tito war wieder einmal in bester Laune. Beim Empfang im Weißen Schloss, dem Belgrader Wohnsitz Titos, demonstrierte der 83-jährige jugoslawische Präsident nicht nur seine ungebrochene Vitalität. Dass er sich gleich zweimal mit Costa Gomes traf, unterstrich die Wichtigkeit, die man diesem Besuch hier in Belgrad beimaß. Jugoslawien ist nach den Worten Titos an der Einheit aller fortschrittlichen Kräfte in Portugal sehr interessiert. Die Rolle der moskauhörigen kommunistischen Partei Portugals wurde dabei mit keinem Wort erwähnt. Beide Länder, so heißt es im Kommuniqué, wollen künftig enger zusammenarbeiten unter Respektierung der verschiedenen internationalen Positionen. Anders gesagt, dass Portugal zur NATO gehört, wird im kommunistischen Jugoslawien nicht als störend empfunden. Im Gegenteil, das Verbleiben im westlichen Militärbündnis sorgt für ein Gleichgewicht, das für Jugoslawien lebenswichtig ist. Dieses beidseitige Einverständnis sorgte denn auch beim dreitägigen Besuch für eine herzliche Atmosphäre. Gomes zeigte sich nicht nur von der jugoslawischen Selbstverwaltung beeindruckt, sondern fand auch begeisterte Worte für deren Schöpfer. Tito sei für ihn der bedeutendste Mann in der blockfreien Welt, dessen Stimme darüber hinaus überall in der Welt Gewicht habe. Der ägyptische Präsident Sadat ist heute auf dem Wege zu einem offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten, seinem Zwischenaufenthalt in Paris eingetroffen. Sadat wurde bei seiner Ankunft von Außenminister Souvagnac begrüßt. Morgen ist ein Meinungsaustausch mit Staatspräsident Giscard d'Estaing über die Nahost-Situation, die internationale Entwicklung und die Möglichkeit französischer Rüstungshilfe vorgesehen. Die Lieferung amerikanischer Waffen dürfte das Hauptthema von Sadats Gesprächen mit der Regierung in Washington sein. Eine entsprechende Wunschliste, so wurde in Kairo bekannt, liegt den USA schon vor. Es vergeht kaum ein Tag ohne patriotische Feier. Kurz vor der Amerikareise Sadats malen die Massenmedien wieder einmal an seinem Heldenimage. Unsere Soldaten haben am Schluss einen Krieg gegen Amerika und nicht mehr gegen Israel geführt, so heißt es. Jetzt reist Ägyptens Präsident selbstbewusst nach Washington auf der Suche nach Waffen und Wirtschaftshilfe. Sadat lässt rechtzeitig neue Kritik an den Sowjets äußern. Sie hätten die schlechtesten Ausbilder für seine Soldaten geschickt, so ist in den Zeitungen zu lesen. Keine Spur indes vom Treffen der gemeinsamen israelisch-ägyptischen Kommission, die sich in dieser Woche im Niemandsland des Sinai traf. Stattdessen präsentieren die Massenmedien marschierende Soldaten und Nachrichten, wie populär Sadat in den USA angeblich ist. Sadat ist der erste ägyptische Präsident, der in die Vereinigten Staaten reist. Hier in Kairo wird dies als sein bisher größter politischer Erfolg über die Israelis angesehen. Seine syrischen Kritiker indes sagen, die Hoffnung auf Amerika ist politische Augenwischerei. Denn wenn sich die Israelis mit der gleichen Geschwindigkeit im Sinai zurückziehen wie bisher, dann bedeutet das, dass die besetzten arabischen Gebiete auch in 10 Jahren noch nicht frei sind. Die Lage in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist chaotisch. Gestern Abend brachen neue schwere Kämpfe zwischen muslimischen und christlichen Extremisten aus, die während des ganzen Tages andauerten. Die Sicherheitskräfte unternehmen nicht einmal den Versuch, die kämpfenden Parteien zu trennen. Über der Stadt stehen dichte Rauchwolken. Beobachter in Beirut sprechen von den dramatischsten Stunden seit Ausbruch des Bürgerkrieges. In mehreren Stadtbezirken kam es unterdessen zu gemeinsamen Versöhnungsdemonstrationen von Christen und Moslems, bei denen immer wieder die sofortige Einstellung der Kämpfe gefordert wurde. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Tagen ist eine sowjetische Instrumentensonde heute weich auf der Oberfläche der Venus gelandet. Die Kapsel Venus 10, über deren Größe und Gewicht keine Angaben gemacht wurden, ging rund 2200 Kilometer entfernt von der Stelle nieder, an der am Mittwoch die Sonde Venus 9 aufsetzte. Im Laufe des Tages übermittelte Venus 10 aus rund 200 Millionen Kilometer Entfernung dieses Foto von der näheren Umgebung des Landeplatzes. Die isländischen Frauen sehen in ihrem gestrigen eintägigen Streik einen Erfolg. Sie blieben fast im ganzen Land der Arbeit fern, ob im Büro, der Fabrik oder auch zu Hause. In der Hauptstadt Reykjavik demonstrierten etwa 25.000 Frauen.
Auf dieser Kundgebung warfen sie den Männern vor, Frauen seien im Berufsleben nur dann gefragt, wenn Stellen mit Niedriglöhnen zu vergeben seien. Die weiblichen Beschäftigten verdienen auf der Insel 30% weniger als ihre männlichen Kollegen. In Saarbrücken wurde heute mit einer Festveranstaltung der 20. Jahrestag der saarländischen Volksabstimmung gewürdigt. 1955 hatten sich mehr als zwei Drittel der saarländischen Bevölkerung für den Anschluss an die Bundesrepublik und gegen eine französische Staatszugehörigkeit entschieden. Diese Beachtung des Selbstbestimmungsrechts eines deutschen Volksteils durch eine der vier Siegermächte gibt diesem Vorgang in der deutschen Nachkriegsgeschichte seinen besonderen Rang. Der ist rechtfertigt, ihn nicht nur im Bewusstsein der Saarländer und des eigenen Volkes lebendig zu erhalten, sondern auch im Bewusstsein all derer, die Macht haben, dieses Grundrecht zu gewähren oder zu verweigern. In der Fußball-Bundesliga wurden heute 7 Begegnungen ausgetragen, hier die Ergebnisse. Bayer Uerdingen, Schalke 3:2, Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern 3:0, Werder Bremen, Kickers Offenbach 3:1, Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg 1:1, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln 0:0, Bayern München, Hamburger SV 1:0 und Eintracht Braunschweig, Hannover 96 3:2. Der VfL Bochum besiegte bereits gestern Rot-Weiß Essen mit 2:1. Die Begegnung Karlsruher SC gegen Borussia Mönchengladbach findet erst morgen statt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 26. Oktober. Das mitteleuropäische Hoch verlagert sich nur wenig. Es beeinflusst zusammen mit milder Luft, die sich in den Niederungen weiter auskühlt, die Witterung in Deutschland. Die Vorhersage für morgen: In den Niederungen verbreitet Nebel und Hochnebel. Nur stellenweise aufheiternd, außer gelegentlichen Nebelnässen trocken. Oberhalb von 800 bis 1000 Metern sonnig und sehr gute Fernsicht. Tiefstemperaturen 3 bis 8 Grad. Bei längerem Aufklaren um 0 Grad. Tageshöchsttemperaturen 4 bis 10, in sonnigen Gebieten 10 bis 16 Grad. Allgemein schwachwindig.